So. Mia schreibt, meine Frage, wann kommt das nächste runde Tischvideo? Ich würde sagen, jetzt. Komm mal alle ran. Neues Jahr, neues Glück. Hier ist die erste Ausgabe, die Echse und der runde Tisch 2022. Wie geht's euch? Na, beschissen. Naja, geht so. Ganz gut. Wieder besser. Mir geht's. Schnauze. Steffi, ging's dir schlecht? Steffi hatte Corona. Bist du genesen? Na, 3 Monate, wenn überhaupt. Die Schweizer haben 12 Monate. Die Schweizer sind so langsam, das dauert ewig, bis sie sich wieder infizieren. Sagt mal, der Lauterbach, der hat doch einen Arsch offen mit seiner Hinterrücks-3-Monate-Aktion. Was kommt denn morgen? Schwangerschaft nur noch 2 Monate? Wie geht's dir denn, Steffi? Steffi riecht noch nichts. Wenn man neben dir sitzt, ist das ein Vorteil. Also du musst sie aber trotzdem jetzt impfen lassen. Was? Steffi hatte ganz aktuelle Dinge gefressen mit Spikes und allen drum und dran. Und jetzt soll sie sich impfen lassen nur mit Spikes von der vorletzte Variante? Was soll das bringen? Impfen ist der einzige Weg aus der Pandemie. Schnauze! Immunität ist der Weg aus der Pandemie. Die Impfung ist da vielleicht eine Möglichkeit. Ihr kennt doch Paragraph 1. Hä? Die Würde der Impfung ist unantastbar. Ich denke, die des Menschen. Wurde gestern Nacht auf der Webseite von der Bundesregierung geändert. Schnauze. Aber nur wenn ich impfe, bin ich solidarisch. Weil man schützt ja auch andere. Spätestens seit Omikron sind doch alle gleich ansteckend. Wen schützt denn die Impfung dann außer bestenfalls dich selbst? Na, den Geldbeutel der Pharmaindustrie. Ich lass mir meine Solidarität nicht von eurer Fakten zerstören, ihr Nazis. Die Echse hat doch nur eine Frage gestellt. Und das sollt ihr auch. Denn wir sitzen hier zusammen, um eure Fragen zu beantworten, die ihr unten in die Kommentare schreibt. Da fragt sich zum Beispiel Gothic Barbie Girl 82, wie kann ich denn meine Frage stellen? Sag mal, das hat die ernsthaft in die Kommentare geschrieben? Unfassbar. Ich musste lachen. Wie stellt man denn eine Frage? Oh. Mark Altenste ist es auf jeden Fall gelungen und er hat auch gleich eine sehr ernste. Wird Russland zur Sommer- oder Winterzeit in die Ukraine einziehen? Und wo bekommen wir dann unser Gas her? Na, hoffentlich im Herbst. Da rutschen die dann auf die Blätter aus. Dann müssten die ja rutschen statt Russen heißen. Vielleicht greifen sie auch gar nicht an. Naja, jetzt sind wir da so nah rangerückt mit unseren Raketen von der NATO. Jetzt muss ja schon mal was passieren. Also mir wäre Krieg viel zu laut. Schnauze. Gut, aber wenn die jetzt zur Sommerzeit angreifen und in der EU aber bis dahin die Sommerzeit abgeschafft wurde, dann sind wir ja immer eine Stunde früher dran. Nee, später. Früher. Später. Schnauze. Und wo kriegen wir jetzt das Gas her? Ich hab noch genug. Oh. Boah, das stinkt. Also ich riech nicht. Ja, die Russen sind jedenfalls nicht die einzige Bedrohung. Nadine Bruckmann sieht da eine ganz andere Gefahr und hat offenbar schon einen Fachmann ausfindig gemacht. Liebes Huhn, für den nächsten Rundentisch wünsche ich mir ein kurzes Statement über den zerstörerischen Borkenkäfer, der gerade unsere Wälder vernichtet. Ich bin sicher, das wird lustig. Seit wann kennt denn sich das Huhn mit was aus? Vielleicht ist das Huhn mit solchen kriminellen Borkenkäfer befreundet? Es könnte sein. Borkenkäfer sind auch hässlich. Jetzt lass das Huhn doch mal was sagen. Schnauze! Also, der Bork. Man kann ja alle Bäume spritzen. Das ist immer noch die beste Variante. Zecke, hast du eine Idee? Wir kennen die Viecher ja schon lange. Ich hatte mir von eben mal was geborgt. Der Bork. Also, die aktuellen Statistiken sagen, dass in Bayern der Borkenkäferbefall schon wieder zurückgeht. Dann hatten die vielleicht auch Söders Hirn befallen. Stimmt, der beruhigt sich auch langsam wieder. Der Bork. Kommt da noch was? Schnauze! Die jungen Leute gehen eh nicht mehr so viel in den Wald. Und die haben andere Probleme. C teilt sie uns sogar mit. Diese Frage kommt von einem Millennial. Was bevorzugt die Runde? Röhrenjeans oder Bootcut? Zecke? Na, Bootcut! Da kommst du viel leichter von unten in die Kniekehle. Und du? Bootcut oder Röhrenjeans? Also für mich gibt's nur eins. Möhrenjeans. Steffi? Um Knöchel ist mir egal. Ich krieg die Hose immer am Bund nicht zu. Die nähen die neuen Hosen Jahr für Jahr enger. Genau. Selbst die noch aus dem letzten Jahr in ihrem Schrank liegen. Entschuldigung. Huhn? Zottel? Hm?
Bootcut oder Röhrenjeans? Ich hab hier nicht die Hosen an. Apropos, wir haben ja die Hose runtergelassen und gesagt, dass wir aufgrund der 2G-Regel zurzeit nicht auf Tour gehen. Du hast es gesagt. Wie lange wollen wir das eigentlich noch machen? Also langsam krieg ich Hunger. Falls ihr also Lust habt, den runden Tisch zu unterstützen, PayPal-Link und Kontonummer stehen unten in der Videobeschreibung. Sollen die auch den Kanal abonnieren? Das ist verpflichtend. Danke an alle! Absolut. Wir haben mittlerweile für unseren runden Tisch eine richtig tolle Fangemeinde. Liebe Gemeinde. Pommes mit Senf hätte da eine Frage. Haltet ihr die Offenbarung des Johannes für realistisch in der jetzigen Zeit? Offenbarung 13, Vers 14 bis 18. Was ist denn die Johannes-Offenbarung? Also Thorsten hat mir mal sein Johannes offenbart. Und unrealistisch. Leute, bitte, die Johannes-Offenbarung ist das letzte Buch des Neuen Testaments. Ja, aber und was ist Vers 14 bis 18? Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, 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 ich glaube das. Schnauze, so falsch liegt die Zecke gar nicht. Ich gebe zu, ich musste auch mal eine Zusammenfassung angucken. Und da steht bei Vers 14 bis 18: Ein Tier mit 10 Hörnern und 7 Köpfen steigt aus dem Meer. Es bekommt für 42 Monate Macht über alle Völker, lästert Gott und bekämpft die Heiligen. Ein anderes Tier mit 2 Hörnern, der falsche Prophet, steigt aus der Erde. Es bringt die Menschen dazu, das erste Tier anzubeten und zwingt sie, sich mit der Zahl seines Namens, 666, zu kennzeichnen. Bill Gates und Lauterbach. Eindeutig. Er, Steffi und Thorsten. Na, sag mal. Also mir reicht es jetzt. Ihr diskretiert hier auf der persönlichen Ebene Leute, die für eure Verschwörungskomplexe herhalten müssen. Das ist einfach nur noch zum Kotzen. Zum Kotzen? Da sind wir schon bei der Frage von Philipp Wagner. Eines Thema. Wie geht's weiter in der katholischen Kirche? Ich glaube gar nicht mehr so lange. Warum? Na, weil man sich mit kleinen Jungs nicht fortpflanzen kann. Na, dann wird vielleicht bald vieles besser. Hoffnung auf bessere Zeiten hat auch Johann Liebert. Was mir zurzeit sehr am Herzen liegt, wie bekommen wir Menschen es wieder hin, Vertrauen, Nähe und Zuneigung zuzulassen nach so einer langen Zeit der Verunsicherung, Isolation und Spaltung? Ich will nicht in einer Welt leben, wo das digitale Leben und der materialistische Konsum wichtiger sind als körperliche Nähe und Zuneigung. Dann soll er sich vorm Rechner ihn runterholen, dann hat er beide. Geschmacklos. Zuwendung muss von außen kommen. Über PayPal. Schnauze. Johann, sei unbesorgt. Ich bin seit dem Urknall auf der Welt. Die Natur hat sich ihr Recht immer zurückgeholt. Immer. Computer verrotten. Aber Nähe, Zuneigung und Miteinander, das ist unsere unsterbliche Natur. Echse, das hast du wirklich... Und das war die erste Ausgabe, die Echse und der runde Tisch im neuen Jahr. Bitte schreibt eure Fragen fürs nächste Mal hier unten in die Kommentare. Schmeißt paar Münzen in den Hut! Abonniert den Kanal! Und dann sehen wir uns hier bald wieder. Ciao!